Moin, sehr, sehr herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Wir befinden uns jetzt irgendwo bei den Kabinen und ihr seht Wallrider. WAL steht für Walter und das heißt, ihr bereitet also den Walter. Gruß an dich. Was haben wir denn? Zwei Nekromantie und Wallrider. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Und Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ah. Wollte ich mal sagen? Go on. So, jetzt sind wir endlich unten bei den Duschen, ja? Hurra, hurra. Wer reicht zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fleischer mit dem Rind. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ui. Ja, der Fleischer mit dem Kind, das sagt man nicht. Das ist. Hä, wieso? Auch kleine Kinder, die möchten doch nicht zu Wurst verarbeitet werden. Hä, es wäre doch keine Wurst, es wäre dann Hackfleisch. Oder das. Down the drain. Down the drain, oder wie der das vorhin gesagt hat. So. Drain. Down the drain. Oh, sie drain. Oh, sie drain. Oh, oh. Und wir haben gleich still keine Batterie mehr. I would like it very much if we find our Batterie. So, hier der Penner, ihr seht, der schläft wieder eine Runde. Ich glaube, ich sehe, glaube ich, nichts mehr. Sorry. Gesundheit. Danke. Du auch. So, haben wir hier eine Akte, das weiß ich. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstück des Patienten Vater Martin Archenbart. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespensterwahnsinn hielten. Gut. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott offensichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Lösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Geht extrem auf die Stimmbänder, aber ich musste Carmack den Frosch jetzt einfach nochmal machen. So, now we liegen gleich mal a little bit weiter. Los. Irgendwas. Hier war jetzt wieder fetten Power. Nein. Scheiße. Egal. Da geht's drüber! Geh doch da rüber! Ja. Danke, Spiel. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ey. Kann man runter wie gerade Anakin Skywalker, ohne Witz. Safe. Diesmal nicht. Und gleich hier rein. Dann gehen wir hier rein. Und drehen hier schon mal das Ventil ab. Eins weniger. Und da muss ich halt gucken, dass Fett nicht ankommt. Hm. Das klingt verdächtig nach ihm. Ich bewege mich mal weg von diesem Ohr. Der wird. Oha. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß, was mir da passiert ist. Toll, jetzt müssen wir warten, ey.
Egal, wir haben ja Zeit. Sportlich, sportlich für die Masse, würde ich ja nun mal dazu sagen, ja? Hast du allerdings recht. Könnte ich nicht. Also ihr könnt gucken, jetzt kommt ja die Power-Matzen-Bauer-Move-Action, ja? Und dann sneaken wir uns jetzt mal ganz gechillt hinter dem her, ja? Lauf! Jetzt kommt's drauf an, Alter. Gib Fersengeld. Gib einfach nur Fersengeld. Rein, 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 rein. Hauptsache, da kann mich da nicht mehr rauszerren. Das war jetzt knapp. Okay, jetzt geht er wieder. Deswegen mag ich auch das immer noch. Man hat immer noch diese kleinen Panikschübe. Aber wie so eine beleidigte Leberwurst rennt der gerade weg. Ganz langsam jetzt hinterher, nur langsam. Boah, wenn die Musik wenigstens aufhören würde, so schlimm zu sein. So, wenn ich hier lang gehe, dann muss ich kurz gucken, wo kann ich mich dann verstecken vom Fetten. Anscheinend gar nicht. Das heißt also raus hier. Bevor mich der Fetti wieder besucht. Runter, runter, runter. Ach ja, hier bin ich doch auch mal die Leiter runtergelaufen und gestorben. Ach ja. Die good old Erinnerungen. So, down the Feuerleiter. Jetzt geht es los. Wir haben ja Zeit. Au! Schreck. Freudi, Freudi, Schreck, Schreck, Schreck. Da oben kommt gleich der Herr Mac. Der guckt uns voller Freude an. Und was kam denn noch? Da nimmt er uns gleich richtig ran. Find deinen Weg aus der Kanalisation. Mach ich doch glatt. Go, go. Master of Jump'n'Run. Ja. Hast du schon Master of Jump'n'Run, die Stelle, die ich dir damals gesagt habe? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Denn ich musste mir nochmal schreiben. Ich habe hier bloß das aus dem Abo. Bitte guck mal beim Abo-Special. Ich weiß nicht, welche Folge. Das sieht voll schön. Ich guck mal, steht bestimmt hier irgendwo. Guck einfach nochmal, das war, glaube ich, das war die letzte Stelle im Abo-Special. Wo ich dich noch drum gebeten habe, dass das mit reinkommt. Ich weiß auch nicht, wann das war. Was kann ich dir sagen? War das nach dem frohen Neuen oder war das... Wann? War es nach dem Neujahr oder war das... Vorm Neujahr, längst vorm Neujahr. Das war eine der ältesten Brickforce-Folgen. Du warst ungefähr bei Folge 40 oder was? Nee, das war damals noch Folge... Nee, es war bei, also ich habe hier drin stehen, die Folge 48 als letztes. Ja, aber guck mal, ob das Folge 7 oder so war, noch relativ weit vorne. Alter, ich krieg ja einen Schreck nach dem anderen, ey. Ich weiß bloß nicht, was du geschickt hast. Nein! Guck da mal nicht nach, guck mal bei, also Leute, falls ihr dieses Video seht, schon bis hierhin gesehen habt, welche Folge war das mit Master of Jump'n'Run in Brickforce? Falls ihr dieses Video seht, den Zuschauern geht ja nichts. Falls die Zuschauer dieses Video sehen. Wäre nett, wenn ihr nur schreibt, wo das war. Dann haben wir jetzt vergessen, ganz gechillt den Timer zu starten. Max, ich würde dich bitten, mal kurz zu übernehmen. Max? Ja, ich dachte schon ungefähr. Dazu ich. Oh Gott.
Du mieses Sackgesicht, du. Du mieses Sackgesicht. Alter. Hat doch noch ein paar nette Jumpscares, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt hier. Hatte die Folge einen Titel nach dem Motto Master of Jump'n'Run? Nein, nein, das war, ganz mich gerade, das... Nein, runter, runter. Wo war's? Das hieß 2-2 gegen Camper-Noobie-Boobies, irgendwie sowas. Relativ weit vorne. Nee, geh doch mal ein bisschen weiter. Warte, lass mich ganz kurz gucken, nee, bitte. Ich mach schon. Nee, das war's nicht. Hier. Nimm das mal, probier das mal, ob's das ist. Ich lasse hier meine wertvolle Energie leer süffeln, ey, wenn ich gerade mit dir zugange bin. So, ihr seht, so sieht der normale Mensch, aber natürlich sehen die Leute, die uns verfolgen, die sind immer mit Infrarot. Logisch. Da stellt sich die Frage, ob ich hier gerade richtig bin. Was war das? Hier ist der Fette, ich weiß es. Nein. Scheiße, der Fette. Der Fette. Der Fette. Der Fette. Das ist Tom. Kommt der hier hoch, bitte sag mir, dass der hier hochkommt. Brennt die scheiß Leiter hoch. Okay. Endlich in der Sicherheit vom Fetten, ey. Oh Leute, der will mich schlagen. Oh ja, wer? Aber nein, aber halt, aber stopp. Das macht man aber nicht. Ich bin ja schon weg. Ich glaube, hier bin ich richtig. Und der hin. Lauf doch nicht weg, ich will nur noch Freunde. Bitte, lass mich nicht allein. Das hört sich nicht allzu vertrauenserweckend an. Hello, was war das gerade? What the fuck? Ah, okay. Ich hatte gerade den Monster-Bug, ey. Ich hatte irgendwie so eine Patientenschulter bei mir, als ob mich so einer mit dem Rugby weggesnackt hat, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Fragezeichen. Also es tut mir leid, dass ich momentan nicht ganz so redefreudig bin, aber ich habe gerade extreme Halsschmerzen vom die ganze Zeit voneinander reden, die ganze Zeit. Ich bin auch schon gesundheitlich relativ angeschlagen ein bisschen und deswegen kann es sein, dass ich etwas weniger rede, beziehungsweise jetzt etwas wieder was trinken werde. Das tat gut. Guck mal, hier werden gerade Two Girls von Ben gedreht. Die Batterie kackt uns gleich ab. Und hier ist wieder nichts. Ich brauche bald neue Batterien. Wir machen das Spiel schon quasi so im Hardcore-Durchlauf, ne? Aber. Wir hätten es auf Wahnsinnsmodus stellen sollen. Nee, das wäre überhaupt nichts geworden. Will hier jemand durch? I have not the feeling that is that so a clever idea. Bei Minute 3 noch was war das, glaube ich, was ich dir da geschrieben habe. Also dann ist es das nicht. Super, die Batterie kommt wirklich gleich ab.
Bitte lass ihn noch ein bisschen durchhalten. So, hier hoch. Dann spiel, dann kannst du gleich wieder übernehmen, Max. Was? Ein paar Minuten? Ja, aber gleich bin ich beim lieben Doktörchen und dann darfst du übernehmen. Nein. Das ist die Experiment. Oh oh. Da reizt, glaube ich, nicht so clever. Ihr seht Warrider. Geht er durch. Oh oh. Die sind hinter uns. Ja, das wäre jetzt nicht zu erwarten gewesen. Wie zu erwarten war. Scheiße. Da haben die mich tatsächlich aufgeschnitzt. Beim Hochgehen. Ein Wichser. Ein Wichser, der Liebe. Nicht das, das ist nicht das geilste 2-2, aber das hieß irgendwie 2-2 gegen Camper und Bubi-Bubis. Das habe ich aber gerade angeguckt, da war es aber nicht. Da war vielleicht noch was. Ja, da war es aber nicht. Dann kannst du auch eventuell, also wenn es dir so wichtig ist, in die Stelle aus dem Abo-Special. Das habe ich bestimmt auch noch auf der Festplatte. Kann sein. So, aber ich bin ganz ehrlich, beim ersten Mal habe ich da die richtigen Schreck gehabt, aber jetzt inzwischen nicht mehr. Über den Schreibtisch. Boah, der will da nicht, durchgehen. Du sollst da nicht durch, du hältst auf den Schreibtisch und dann drüber. Da fällt mir jetzt erst auf. Ich zeig dir gleich einmal, wo das war, diese Stelle. Kann, oder? Warte, nee, 2-2, bester 4-4 war das, glaube ich. Guck mal, ob es dieses bester 4-4 Part 1 war. Wie? Das ist eins drunter, bester 4-4 Part 1 von 3. Ja, öffne halt die Tür noch netter. Bei irgendwas bei 3 noch was oder so. Boah, Alter, langsam wieder mein Hashtag doch. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Du könntest ja auch einfach jetzt den Port beenden mitten im Dorf. Nee. Ich bring dich mal zu Dr. Träger. Ich würde einfach am liebsten hier oben im Lüftungsschacht bleiben. Stimmt, das könnte sein, ja. Ja. Das ist es. You remember on this good old Stelle? Oh yes. Ja, ich bin drüben. So, die nehmen jetzt eine Abkürzung. So, ich lasse dich mal kurz alleine und dann... Nein, mich nicht alleine lassen. Ich brauch doch... Dann kannst du zur Folge fällen. Also ihr seht, ich bin gerade auf mich allein gestellt. Ich werde gleich von unten gekillt. Jetzt mach auf, geh da rein. Oh Gott, endlich. Wir denken, wir sind sicher und jetzt das. Hallo. Autsch. Der Typ hat einen so lustigen Humor, ja. Wenn er mit seinem Humor Geld verdienen müsste, würde er nicht von der Hand im Mund, sondern vom Arm im Mund leben. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. I love the mountain air out here at night. If you want to, you know,
think so. Clean it all in here. Come on, run for me. I'm in no hurry. No? Alright. Those are the grindstone. Ich sag doch, der ist so lustig, der Typ. Allerdings. Ich muss sagen, Olli, du produzierst hier immer genug Blödsinn für Abo-Specials. Immerhin, ist doch schön. Da könnte man eine ganze Show draus machen. Ist doch schön. Wir überlegen uns nämlich gerade etwas Besonderes für die 100. Folge Brickforce. Jetzt wird es erstmal mit Punkt weitergehen, also 99.91 oder so. Ja. Irgendwie sowas, weil das 100, die 100. Folge wird dann noch was anderes. Leute, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr vielleicht Bock auf eine lustige Show mit Jahresrückblick am Ende dieses Jahres? So ein Monatsspecial meinst du? Nein, ein Jahresspecial. Aber so ein Monatsspecial wäre auch ganz gut. Das wäre ein bisschen aufwendig. Das war der einzige gute Witz, den der Typ gelassen hat. Der Typ hat einen so runzligen Arsch, ja. Naja, kein Kommentar dazu. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. Wenn du zu Hause noch Zeit hast, könntest du dich ja mal darum kümmern. Weil dann kann ich das nämlich so schnell wie möglich hier fertig machen. Okay. Aber ich mach das nicht gerne. Am besten aufs rauszuholen. Tja, das ist ja dein Problem. Da muss ich jetzt meine eigenen Finger zusammen drücken. Aber ich fange dann heute schon mal an zu schneiden. Wäre ganz nett, Max. Nicht sehr lecker. Nicht mal ins Waschbecken, der Loser. Das sah so aus, als ob das aus seinem Hals oder so aus seinem Bauch rauskommt. Ja, ich weiß ja, was kommt. Zuschauer so an Brickforce interessiert. Mich auch. Nein, nur haben wir alle Zuschauer durch Brickforce, aber gut. Alles ein andermal, jetzt wird erstmal eine Notiz hinzugefügt. Traeger, dieser verrückte Scheißkerl, hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat Dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet, kann nichts dagegen tun.
spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Golfschläger im Kofferraum seines Audis. Ich verwette meine restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesem Ort infizierte, verändert hat. Ich will weg hier. Ich will meine verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Schwäger stirbt. So, hier ist Simi. Das ist ganz so praktisch. So, dann befinden wir uns jetzt hier im Aufzugsschacht, ja? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.